Hallo Freunde des Cambetting, hier ist der Kreuzattacke-Crasher. Heute habe ich vier Anrufe von zwei Firmen, die weder ihre Adresse noch ihre eigene Plattform richtig nennen konnten. Grandios, wie der Betrüger versuchte, seine eigene Adresse in Dortmund zu nennen. Habt Spaß mit dieser Aufnahme, die wie immer nach dem Intro startet. Hallo? Guten Tag, Herr Brummer. Ich bin Ihre Kontoberaterin und ich rufe Sie von ServInvest Finanzplattform an, wo Sie sich angemeldet haben, um Geld zu investieren und Online-Trading auszuprobieren. Ja? Jetzt können wir Ihnen bei der Aktivierung Ihres Handelskontos helfen und über unsere Bedingungen gerne erzählen, damit Sie wissen, wie unser System funktioniert. Na dann erzählen Sie mal. Also, Herr Brummer, bei uns können Sie zuerst ein Demokonto eröffnen, sozusagen ein Testkonto. Dafür brauchen Sie eine Einzahlung durchführen und wir haben drei Beträge zum Anbieten. Augenblick mal. Ein Demokonto und dafür muss man einzahlen, dann ist ja das kein Demo. Eine Demo ist ja nur eine, das ist ja nun was Unterschiedliches. Ein Demokonto heißt, dass Sie werden Ihr Geld nicht benutzen, sondern Sie werden zu Ihrer Einzahlung... Dann brauche ich es ja auch nicht einzahlen. Wenn ich es nicht benutzen kann, dann brauche ich es ja auch gar nicht erst einzahlen. Ohne Einzahlung können Sie nicht unser Geld, unser Bonus bekommen, damit Sie nur mit unserem Bonus hier Handel starten können. Ja, aber Einzahlung eine Demo ist ein Demonstrationskonto und nicht ein Konto, in das man Geld investieren muss. Das sind zwei verschiedene Dinge. Sie investieren Ihr Geld nicht. Ja, Sie machen nur diese Einzahlung. Ja, und damit investiere ich ja etwas, wenn ich etwas einzahlen muss. Demo ist Demonstration. Also Sie werden Ihr Geld dann abheben, damit Sie von unserem Bonus profitieren können. So, ein Demokonto heißt, Sie benutzen Ihr Geld gar nicht. Es bleibt auf Ihrem Konto. Genau, das bleibt es. Auf meinem Konto, nicht auf meinem Konto bei Ihrer Firma. Ich meine auf Ihrem Handelskonto. Warum sollte ich auf meinem Handelskonto Geld einzahlen, um ein Demokonto zu machen? Demo ist Demonstrations... Ein Demokonto... Ich brauche nicht Ihr Geld, ich will ein Demonstrationskonto. Und dazu brauche ich kein Geld. Das ist ein Testkonto. Ja, Sie benutzen Ihr Geld nicht. Ja, eben. Ich benutze es nicht, ich lasse es auf meinem Bankkonto. Ich glaube, Sie haben den Begriff Demo... Es geht um Investitionen Geld. Man kann nicht ohne eine Einzahlung ein Demokonto eröffnen. Doch, weil, ohne Demo... Sie werden Handel starten und Sie brauchen etwas investieren. Und so, wir geben eine Möglichkeit, damit Sie von uns einen Willkommensbonus bekommen können und mit diesem Bonus handeln und einfach in verschiedenen Produkten investieren. So, das bedeutet, Sie machen alles mit unserem Geld. Sie können es entweder verlieren oder etwas profitieren. Und nach der Probezeit können Sie sich entscheiden, ob Sie mit uns weiterarbeiten möchten oder nicht. So, in diesem Fall brauchen Sie Ihr Geld auch investieren. Wenn nicht, dann können Sie es mit Ihrem Gewinn, den Sie verdienen werden, abheben. Und so wird Ihr Demokonto gelöscht. Okay, dann sagen Sie mir doch mal, bei welcher Plattform ist das denn? Es ist ServInvest Finanzplattform. Wie ist das? ServInvest. Können Sie es bitte mal buchstabieren? Das ist schlecht zu verstehen. Genau. C wie Cäsar. Was? C wie Cäsar. T oder C? Cäsar? Cäsar, ja. Ja, gut. Und bei wie Emil. Ja, pusten Sie bitte nicht so in das Mikrofon, das ist fürchterlich laut. R wie Richard. Ja. T wie Theodor. Ja. A wie Anton. Ja. I wie Ida. Ja. N wie Nordpol. Ja. V wie Victor. Ja. Und bitte nicht so prusten ins Mikro.
Mir fallen die Ohren ab. Nicht mit meinem Mikro. Doch, Sie pusten in Ihr Mikrofon. Nein, gar nicht. Ich höre es doch. Dann wie Emil. Also, V wie Viktor war das letzte. Dann wie Emil. Ja. S wie Siegfried. Ja. T wie Theodor. Ja. Dann Punkt. Ja. I wie Ida, O wie Otto. Ah ja. Gut, okay. Gut, das ist Ihre Plattform. Okay. Das ist unsere Plattform, wo Sie ein Handelskonto aktivieren können. Okay. Ist das, dabei kann ich Ihnen helfen. Ja, gut. Ist das eine, sind Sie eine alte Firma? Wie lange gibt es Ihre Firma denn schon? Vor 5 Jahren. Vor 5 Jahren? Mhm. Genau. Und Sie sitzen in welchem Land? Sie sind ja eine deutsche Firma? Unser Hauptsitz befindet sich in London, in England. Aber wir sitzen in Dortmund. In Dortmund? Ja, okay. Wir haben verschiedene Filialen in Dortmund, in Deutschland meine ich, in England und in Österreich. Ah ja, okay. Gut, und mit was kann man bei Ihnen handeln? Wir bieten solche Produkte an wie Kryptowährungen, Aktien, Rohstoffe und Forex. Ah ja, okay. Und Sie sitzen, wenn Sie in Dortmund sind, dann sind Sie ja mit Sicherheit auch bei der BaFin gelistet und registriert, oder? Wir sind bei englischer Bank registriert. Ja, aber Sie sitzen doch in Deutschland und in Deutschland muss man doch irgendwo auch bei der BaFin registriert sein. Wir brauchen Registration von BaFin nicht, weil wir sind offiziell bei englischer Bank registriert. Ja, aber nicht, wenn Sie in Deutschland Filialen haben und in Deutschland handeln. Ja, wie ich gesagt habe, wir sind bei englischer Bank registriert. Ja, aber wenn Sie... Warum brauchen Sie keine Registration? Doch, wenn Sie in Deutschland, sind, ja. Ja, aber wie gesagt, wir haben schon Registration bei englischer Bank. Bei der BaFin, okay. Dann können Sie mir sicherlich dann auch die Registration sagen, ne? Wir haben eine Lizenz. Ja, dann sagen Sie mir doch mal bitte die Lizenznummer. Moment mal. Augenblick, ja. Hallo? Hallo? Ja, hallo. Mein Name ist Dennis Blum. Ich bin guter Berater von Plattform Z-Investor. Wo haben Sie sich angemeldet, Geld zu investieren? Aber bis jetzt, Sie haben keinen Account aktiviert. Darf ich wissen, warum? Wann habe ich mich denn da angemeldet? Ich sage Ihnen ganz genau. Sie haben gestern das gemacht, um 12, ach so, halb eins ungefähr, ja. 12.27 haben Sie das gemacht. Aber bis jetzt, Sie haben keinen Account aktiviert. Dafür habe ich angerufen, wollte wissen, warum. Ja, wahrscheinlich, weil ich über Ihre Firma noch nicht so viel richtig viel weiß. Wie hieß Ihre Firma noch? Bitte nochmal. Wie hieß Ihre Firma noch? Also Certa Investor. Ich kann mit E-Mail alle Informationen von Ihnen schicken oder mit WhatsApp. Können Sie mir einfach mal buchstabieren, dann habe ich es am schnellsten. Okay, ich kann einen Moment. So, schreiben Sie. C. C, ja. Ja, E. E, wie E-Mail? Ja. Ja. R wie Rita. Ja. T wie Theodor. Ja. A. Ja. Und Investor. Zeta I. Ida. I. Ja, I wie Ida. Ja, richtig. N. Wie Nordpol. Nummer. Ja. W. Wie V. Was denn, W wie V? Also W, ja, ist ja was anderes als ein V. Ja, richtig. Ja, was denn nun, W oder V? W. W. Wie Viktor. Ja. Und E?
Augenblick, dann schreibe ich V, ja? Ja. Und da, dann Emil? Mit E, ja. Und S? Wie Siegfried? Und T. Ja, und wie geht's weiter? Sepp Investor, das war's. Ja, .de? Ja. .de. Die Endung. Dort. Aber ich könnte diese Information alles von Ihnen schicken. Ja, das können Sie mir doch einfach sagen. Das geht doch viel schneller. Also, certainvest.de. Nee, certainvest.io. Ach, IO, das habe ich ja gefragt. Ja. Certainvest.io, okay, gut. .io. Okay, gut. IO, und aus welchem Land sind Sie dann als Firma? Achso, in London. Unsere Firma gibt es in London, aber wir arbeiten in Dortmund. Sie arbeiten in Dortmund und Sie sind aus London? Nein, Firma gibt es in London, unser Büro. In London, weil wir arbeiten in Dortmund. Ja, das sagte ich doch gerade. Okay, wo sind Sie denn da in Dortmund? Ein Moment. Hallo. Ja, ich bin da. Ja. Ich höre nicht zu. Ja. Ja, beantworten Sie. Haben Sie geguckt? Nee, beantworten Sie doch erstmal meine Frage. Welche? Ich habe gefragt, wo Sie in Dortmund sitzen. Achso, Radenrolle. Wo? Radenrolle. Radenrolle? Radenrolle. Und die Nummer? Rurale 9. Bitte? Sie sind nicht zu verstehen. Rurale 9. Sie sollen... Ach, Sie hallo? Sagen Ruhrallee. Hallo. Hallo, sind Sie da? Hallo, wer ist da jetzt? Hallo. Ja, hallo, Sie sprechen mit Martha Weiß. Welche Fragen haben Sie? Meine Kollege also ist neu in diesem Bereich und hat gar keine Kenntnisse. Heute ist erster Arbeitstag. Achso, und wer sind Sie? Warum werde ich dann einfach weitergereiht? Verstehe ich nicht. Ja, Sie haben Adresse, ja, gefragt. Wir befinden sich in Dortmund. Unsere Straße heißt Rurale Straße 9. Postleitzahl ist 44139. Ah, was mich wundert, Sie können ja noch nicht mal den deutschen Straßennamen aussprechen. Das heißt Ruhrallee, nicht Ruhralle. Heieiei. Ruhrallee, ich habe gesagt. Nein, haben mein Sie nicht Herr. Gesagt. Aber okay, gut, okay. Okay, wie Sie wollen. Ja, es gut. Kann auch so sein. Ich komme aus Polen und ich muss nicht sehr klar auf Deutsch sprechen. Können Sie auf Polnisch sprechen? Oder vielleicht auf Englisch? Nein, aber Sie rufen doch hier in Deutschland an. Ja, Sie kennen nur Ihre Muttersprache, ne? Ja. Sie kennen nur Ihre Muttersprache. Ich arbeite mit drei verschiedenen bla, Ländern. Bla, 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 bla. Sabbel, Englisch, sabbel, sabbel. Auf Französisch, meine auf Herren. Deutsch. Weißt so, du, also, nicht, mein Herr, und Sie kennen nur deutsche also, Sprache. Ja, Sie da, denken, Sie klug sind. Wollen Sie weiterreden oder wollen Sie irgendwie Geschäft machen? Ich möchte nicht weiterreden. Solche dumme Leute wie Sie. Ah, ein Scammer, okay. Sie sind also eine Betrüger-Webseite. Okay, habe ich schnell rausgefunden. Sie sind Betrüger. Ja, Ihre ja. Stimme schon zeigt, dass Sie Betrüger ja, sind. Ja, ja, dass die Kurva Stimme zeigt alle. Schon, dass ich Sie ein Betrüger bin. Sie Kurva, Matsch. Ein Betrüger-Firma. Skirdalei. Skirdalei. Ja, ja. Skirdalei, Kurva. Hallo? Hallo, guten Tag, Herr Karl. Hallo, wer ist da bitte? Emma Brown ist mein Name. Ich melde mich von Bitcoin Prime. Und das Grund meines Anrufs ist wegen einer Anmeldung, die Sie bei unserer Firma gemacht haben. Wen wollten Sie denn sprechen? Mit dem Herr Karl Melzack Klopfer. Ja, okay, der ist dran. Freut mich. Also, wie gesagt, Sie haben also eine Anmeldung gemacht beim Bitcoin Prime und jetzt rufe ich Ihnen an, damit Sie weiter also mit dem Kontoaktivierung machen können, okay? Ja, okay.
Also, Herr Merkelskopf, haben Sie vielleicht früher eine Erfahrung beim Onlinehandel? Ja, ich habe auf eBay mal eine ganze Menge Sachen verkauft. Bei welchem bitte? Bei eBay habe ich früher Sachen verkauft. eBay? Ja. Also, Herr Merkelskopf, wissen Sie schon, um was es geht? Also, es geht um Onlinehandel. Ja, das habe ich ja bei eBay gemacht. Ich habe online gehandelt. Ja, okay, das freut mich. Und seit wann haben Sie diese Erfahrung? Was auch, das ist schon ein paar Jahre her. Schon ein paar Jahre, okay. Also wie gesagt, nochmal, Sie haben die Anmeldung bei unserer Firma gemacht. Und jetzt rufe ich Ihnen an, damit Sie weiter mit dem Kontoaktivierung also machen können, okay? Ja. Also, Herr Karl, Sie werden erstmal ein Konto aktiv haben und mit diesem Konto werden Sie also mit dem Handel anfangen, okay? Sie werden also einen Expert zur Verfügung haben und er wird Ihnen alles erklären, wie es beim Onlinehandel funktioniert, okay? Ja, okay. Okay, Herr Karl. Also können Sie jetzt also einen Computer oder Handy benutzen? Ich kann einen Computer benutzen, ja. Okay, super. Soll ich den anschalten? Also, ja, genau. Ja gut, dann starte ich den mal. Okay. Okay. Nehmen Sie Ihre Zeit. Ja, er fährt jetzt hoch. Okay. Gut. Okay. Also, Herr Karl, darf ich fragen, also benutzen Sie auf Ihrem Computer dieses Programm, die heißt Anydesk? Nee, benutze ich nicht. Das ist ein Firmenrechner, den ich hier benutze. Also, ich bin im Homeoffice. Also, verstehe ich. Und Sie können das nicht also herunterladen? Ich kann das bestimmt, aber wie gesagt, der Rechner fährt noch hoch. Also, Ich sage Ihnen für diese Anydesk, für dieses Programm nur, damit ich Ihnen helfen kann. Also beim Konto aktivieren, verstehen Sie mich? Ah, das braucht man, um ein Konto zu aktivieren? Ja, genau. Okay. Und Sie brauchen ein Konto zu aktivieren, damit Sie gleich also mit dem Handel anfangen können. Okay, Herr Karl? Ah ja, okay. Gut. So, jetzt okay, ist dann können wir dieses Programm nur also herunterladen, weil also am Ende werden Sie das wieder löschen, okay? Ja, okay. So, jetzt ist der Rechner hochgefahren. Okay. Wie heißt das Programm? Anydesk. Ich werde für Sie buchstabieren, okay? Ja. Schreiben Sie A wie Anton. Ja. N wie Nordpol. Ja. Y. Ja. D wie Dora. Deutschland. Ja. E wie Emma. Ja. S wie Siegfried. Ja. Und K wie Konrad. Okay. Was haben Sie? Ja, Anydesk. Genau, klicken Sie bei der Suche und schauen Sie, was kommt. Steht ach so, bei der Suche installiere? Soll ich... Ich habe ja nicht bei der Suche geklickt. Ich habe es direkt eingegeben, oben in der Suche, in der Adresszeile. Okay. Ist das dann anydesk.com oder .de? Pass auf. .de, ja, genau. Ah ja, okay. Anydesk, ja, kommt irgendwo, also steht irgendwo, installieren, herunterladen. Ah ja, okay, dann lade ich das jetzt mal runter, ja. Okay, klicken Sie mal da. Ja, ich lade jetzt gerade runter. Und wenn es fertig ist, sagen Sie mir Bescheid. Ja, kein Problem. So, jetzt habe ich es runtergeladen. Jetzt muss ich es installieren. Okay, öffnen. Ja, installieren. Ja. Sie haben schon heruntergeladen, ja? Ja, genau. Klicken so. Sie da, wo steht öffnen, ja, damit Sie dieses Programm öffnen können. Na, erstmal muss ich es ja zu Ende installieren. Ja, klicken Sie. Ja. So, jetzt kriege ich eine Fehlermeldung. Ich kriege eine Fehlermeldung, dass Anydesk nicht installiert werden kann. Ja, genau. Ja. Es kann nicht installiert werden. Wieso?
weil es ist eine Arbeit, also PC oder? Ja, wahrscheinlich wird der IT-Admin das gesperrt haben, das Programm. Also kann sein, kann sein. Also aber können Sie also Ihre Handy benutzen? Ich habe kein Handy, auf dem man solche alten Sachen, so Applications laufen lassen kann. Also, okay, verstehe. Aber Herr Geil, benutzen Sie auf Ihrem, also zu Hause, können Sie einen Computer benutzen? Ja, ich benutze ja den Computer hier zu Hause. Das ist ein Firmenrechner. Ich sagte ja, ich bin im Homeoffice. Also, Sie sind gerade zu Hause? Richtig. Also, verstehe. Okay, warten Sie kurz, weil ich werde fragen, was wir also in diesem Fall machen können. Okay, Herr Geil? Okay. Bitte bleiben Sie in der Leitung, ich frage kurz den Support. Alles klar. Hallo, sind Sie noch da? Ja, ich bin noch hier, Herr Kahn, aber ich frage kurz den Support deswegen. Ja, weil man so gar nichts mehr hört, auch von Ihrer komischen Musik im Hintergrund nicht. Ja, ich habe also die Stimme, also, Entschuldigung. Na, haben Sie also, Corona? Nein, ich habe keine Corona. Nur eine normale Grippe. Ah ja, okay. Also, Herr Karl, wie gesagt, wie kann das sein, dass es nicht also herunterladen kann? Doch, herunterladen konnte ich ja. Herunterladen konnte ich es ja, nur ich kann es nicht installieren, weil der IT-Admin das gesperrt hat auf diesem Firmenrechner. Also, Sie haben schon heruntergeladen. Ja, sagte ich doch. Können Sie also bei der Suche auf Ihrem Computer nochmal also suchen, dieses Programm? Es ist nicht installiert, sagte ich doch. Also, es ist nicht installiert. Ja, weil der IT-Admin das gesperrt hat, dass man das nicht installieren kann. Okay, verstehe. Okay, also Herr Karl. Ja, Karl ist ja mein Vorname, ne? Ja, Entschuldigung, ja? Ja, nennen Sie mich bitte beim Nachnamen. Ja, genau, Sie haben recht, Entschuldigung. Spreche ich mit der Mail-Fax-Klopfe, ja. Richtig. Entschuldigung. Ja, also können wir so einen Termin vereinbaren, damit ich das also mit dem Support besprechen kann und dann werden wir so eine Lösung finden, was wir machen können und ich rufe Ihnen also einfach ein bisschen später. Also können wir einen Termin vereinbaren? Ja, ich weiß ja nicht, ob für wann denn, für welche Zeit denn? Also passt bei Ihnen um 16? 16 Uhr. Oder 15.30 Uhr? Ja, 16 Uhr ja. Passt. 16 Uhr passt. Passt mir. Okay, schön, dann haben wir. Wir werden also nochmal um 16 Uhr wieder zusammen telefonieren, okay? Okay, dann machen wir das dann. Aber damit Sie also keine, also wie zu sagen, damit Sie nicht mit einer anderen Person, nicht mit der falschen Person sprechen, damit Sie kennen, dass Sie mit mir reden, können wir also ein Kennwort vereinbaren. Ein Kennwort für ein Telefonat? Warum das denn? Ja, damit Sie, wenn Sie also einen anderen Anruf bekommen. Warum sollte ich denn also so viele Anrufe Sie, jetzt bekommen? Ich sage nur kurz, also falls Sie also einen Anruf bekommen. Aber egal, wir können also kein Kennwort lassen. Ja gut, okay? Also telefonieren. Okay, dann um 16 Uhr. Nur nochmal erinnern Sie an meinen Namen, Herr Melfak-Klopfer. Ja, den schreibe ich mir auf. Wie war der Name? Emma Braun. Ah ja, okay. Gut. Okay. Alles okay, klar. Okay, Herr Melfak-Klopfer. Hören Sie uns dann um 16 Uhr, ja? Ja, ich werde eine Lösung finden. Okay, ist in Ordnung. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag und hören wir uns später, ja? Ja, okay, bis dann. Tschüss. Dankeschön, tschüss. Tschüssi. Hallo? Ja, hallo, guten Tag, Herr Melfak-Klopfer. Ja, hallo? Hallo, ich bin wieder Emma Braun. Ah ja, okay. Erinnern Sie sich an mich? Ja, ist richtig.
Okay, gut, Herr Mensch-Anklopfer. Also, wie gesagt, wir werden jetzt weiter so mit dem Konto Aktivierung machen, okay? Ja, gut. Okay. Also, Sie können also wieder noch nicht also die Anydesk installieren, ja? Genau richtig. Okay, dann. Also, Herr Mensch-Anklopfer, benutzen Sie E-Mail, also ist das, ich sage Ihnen eine E-Mail, die ich habe. Und Sie müssen das bestätigen, wenn das richtig ist oder nicht, okay? Ja. Also, lautet Ihre E-Mail-Adresse karl.melsterklopfer@fucaro.com. Nee, fucaro.com ist eine alte E-Mail-Adresse. gmx.de. gmx.de, also karl.melsterklopfer@gmx.de. Richtig. Okay, dann ich werde Ihnen also den Link von unserer Plattform schicken, okay? Ja, okay. Okay. Ja, warten Sie bitte kurz, damit ich Ihnen das vorbereiten kann, okay, Herr Mann? Ja, kein Problem. Dankeschön, bitte bleiben Sie in der Leitung, okay? Ja. Dankeschön. Also, Herr Mensch-Anklopfer? Ja. Sie können also Ihre E-Mail-Adresse öffnen und Sie werden also eine E-Mail in den Namen von Herrn Tobias Berg, okay? Er ist mein Assistent, okay? Ja, Augenblick, ich glaube, da war glaube ich, ein Fehler. Was für ein Fehler? Was, also was meinen Sie für ein Fehler? Ja, ist schon eine E-Mail? Nein, ich muss gerade mal prüfen. Was müssen Sie? Ich muss gerade etwas überprüfen. Moment. Okay, nehmen Sie es ruhig. Bei mir steht, dass das ist nicht also die richtige E-Mail-Adresse. Ja, genau. Ja. Ja. Ich überprüfe das. Ich überprüfe das gerade. Oh, Augenblick alles, Geduld. Ja, alles klar. Ja, ich glaube, wir nehmen doch dann die andere E-Mail-Adresse mit dem karlmesaklopfer@fucaro.com. Also können Sie das langsam nochmal sagen, bitte? Nur die Endung ist anders. karl.melsaklopfer@fucaro.com. Das ist richtig. Ja, fucaro.com, genau. Okay, ich schicke Ihnen nochmal. Meine Assistentin also schickt ihr also wieder, okay? Bei diesem E-Mail-Adresse. Ja, genau. Also, Sie können also eine Aktualisierung auf Ihren Posteingang machen. Und da werden Sie also eine E-Mail in der Name von Herrn Tobias Berg bekommen, okay? Ja, noch ist nichts da. So, jetzt ist was bekommen. Okay, öffnen Sie bitte. Ja, das ist ja jetzt nur der Login. Ja, genau. Also, aber das ist ja nicht auf Ihrer Webseite. Was ist das? Also Sie müssen bei dem Website, also bei diesem unserer Plattform login, also einloggen. Ich werde Ihnen also gleich zeigen. Also ja, Augenblick mal. Ihre Webseite war ja nicht superretter.io. Wie bitte? Das ist doch nicht Ihre Webseite. Ja, genau, also das ist also die Website, also das ist unsere Plattform von Bitcoin Prime, okay? Bei Superresa habe ich mich nicht registriert. Warum? Also es ist die Seite also von unserer Firma, von Bitcoin 360. Nee, das ist die Webseite von superresa.io. Aber das ist von unserer Firma, Herr Mensch-Anklopfer. Ja, ich will das. Ja, aber ich würde doch nur eine E-Mail haben von Ihrer Firma und nicht von irgendeiner anderen Firma. Wie bitte? Ich sage, ich möchte eine E-Mail haben von Ihrer Firma und nicht von irgendeiner anderen Firma. Also, Herr. Hallo? Ja, hallo.
Hören Sie mich? Ja, ich höre Sie gut. Okay, also, das ist nur die Plattform, okay? Aber unsere Firma heißt Bitcoin 360. Ja, und warum soll ich dann auf eine andere... Warum soll ich mich dann auf einer anderen Plattform anmelden? Ich erwarte... Das ist von unserer Firma. Das ist die Plattform, mit der Sie Handel machen, okay? Das ist ja seltsam. Ich wollte eigentlich mit... Das ist von unserer Firma, Herr... Warum unterbrechen Sie mich eigentlich ständig? Nein, nein. Doch, Sie haben mich permanent unterbrochen. Wann? Ja, gerade eben haben Sie mich unterbrochen. Vielleicht die Verbindung ist ein bisschen schlecht. Aber nein, Sie haben mich unterbrochen. Entschuldigung, Herr Mensch-Packklopfer. Es kann sein, dass es war ein Problem mit der Verbindung. Ja, trotzdem möchte ich auf Ihrer Seite handeln und nicht auf irgendwelchen anderen Seiten. Aber Herr Mensch-Packklopfer, wie gesagt, das ist also von unserer Firma. Unsere Firma heißt Bitcoin 360, ja? Ja, und das ist jetzt... Und das Super Ether ist der Plattform, mit dem die Kunden werden also handeln. Verstehen ja, Sie ja. mich? Und wie lange existiert diese Plattform schon? Schon viele Jahre. Ja, also dann bin ich raus da, weil ich habe gerade überprüft, diese Plattform Was ist gerade... Was haben Sie überprüft? Lassen Sie mich doch einfach mal ausreden, meine Herren. Was haben Hören Sie, Sie doch einfach mal zu. Ich sagte, ja, ohne dazwischen zu reden vielleicht. Also, ich habe gerade diese Plattform überprüft. Die ist gerade mal 318 Tage alt. Erstellt am 4.2.2022, also nicht etliche Jahre alt. Das kann also nicht sein. Ich meine die Firma, diese Plattform. Ich habe Sie gefragt, wie alt diese Plattform ist. Und die ist ganz neu. Die Plattform ist ganz neu. Von dieses Jahr haben wir. Ja, aber das ist... Sie ändern die Plattform jedes Jahr, Herr Mensch-Packklopfer. Ja, das ist dann für mich kein Unternehmen. Es gibt Neuigkeiten. So, darf ich jetzt endlich mal, ohne dass Sie mich unterbrechen? Meine ja, Herren. Ja, können Sie gerne. Wie ich sagte, Machen Sie das. Sie unterbrechen mich wieder permanent. Das ist fürchterlich mit Ihnen. Das ist echt sehr schlimm. Also... Ich habe kein Interesse, mit einer Firma zu handeln, die alle naselang ihre Plattform ändert. Das möchte ich nicht. Das ist für mich ein Scam, eine Scam-Firma und deswegen werde ich da nicht investieren. So einfach ist es. Es wird ja auch im Netz schon überall über Sie gewarnt. Wo sind Sie denn registriert und reguliert? Das können Sie ja jetzt einfach beweisen. Das kann ich Ihnen beweisen, aber erstmal müssen wir miteinander verbinden, damit ich Ihnen alles zeigen kann. Wie kann ich Ihnen so zeigen? Ja, indem Sie mir einfach sagen, wo Sie reguliert und registriert sind. Bei FCA. Bei FCA, okay. Ja, prima, genau. Das kann ich ja wunderbar schnell überprüfen. Ist ja gar kein Problem. Das können Sie gerne machen. Okay, bei FCA. Suchen Sie den Bitcoin 360 und dann werden Sie schauen, mit welchen... Lassen Sie mich doch einfach mal was zwischendurch fragen. Also, mit welchem Firmennamen sind Sie dort registriert? Genau, bitte. Bitcoin 360 AI. Bitcoin 360 AI. Genau. So, und dann suchen wir doch mal. Komisch, wird nichts gefunden. Wird nicht gefunden? Ja, wird nicht gefunden. Wieso ist das nicht gefunden? Sind Sie gerade beim SA? Ja, bin ich. Und was und da, was haben Sie geschrieben? Da wird gewarnt. Die FCA sagt sogar Bitcoin-Scam. Schreiben Sie denn Bitcoin.com. Schreiben Sie Bitcoin.com. Nee, Sie haben gesagt Bitcoin 360 AI. Ja, genau. Ja. Aber ich weiß nicht, was Sie geschrieben haben. Ja, Bitcoin 360 AI. Wie bitte? Bitcoin 360 AI. Mit Leerzeichen.
Nein, haben Sie ja nicht gesagt. Bitcoin 360 AI. Bitcoin. Leerzeichen 360, Leerzeichen AI. Bitcoin 360. Also Bitcoin. Mit Leerzeichen, Bitcoin und Leerzeichen 360. Punkt AI. Nein, Leerzeichen AI. Leerzeichen AI. Also, Herr Mensa-Klopfer, hören Sie mich? Ja, ich höre. Okay, super. Also, wann kann ich Ihnen mit einem Finanzexperten verbinden? Ja, am besten sagen Sie mir erstmal... Können Sie also einen Termin vereinbaren, damit er Ihnen alles Bessere erklären kann? Dann sagen Sie mir, doch am besten... Ah, Sie unterbrechen mich laufend! Merken Sie das gar nicht! Meine Herren! Weil ich kann Ihnen nicht gut hören, deswegen... Ja, dann kann ich da nichts für. Dann haben Sie ein scheiß Telefon. Wieso sind Sie so nervös mit dem Anruf? Weil Sie mich dauernd unterbrechen. Das sagte ich doch mehrfach. So, jetzt hören Sie mal ganz genau zu und unterbrechen Sie mich nicht. Geben Sie mir bitte die Registrierungsnummer, bei der Sie bei der FCA registriert sind. Das hat die Finanzexperte. Wenn Sie einen Termin mit dem vereinbaren, dann kann ich Ihnen alles erklären und bei unserer Plattform. Ja gut, dann kann er mich morgen um 10 Uhr morgens anrufen. Um 10? Ja. Dankeschön, den Herr Messerklopfer. Okay. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Gut, und ebenso. Bitte beruhigen Sie sich. Ich bin doch ganz ruhig. Sie haben mich noch nicht erlebt, wenn ich ausraste. Weil ich Ihnen nicht gehört habe, sonst werde ich das nicht machen. Ja, vielleicht sollten Sie dann einfach mal Ihre Hardware ein bisschen tauschen. Okay, wenn das so das schlecht funktioniert. Danke für die Rache, Herr Messerklopfer. Ja, genau. Schönen Tag noch und bleiben Sie gesund. Ja, danke. Tschüss. Tschüss.